Es ist wohl die zurzeit wildeste Kombi am Bernsteinsee, die in den letzten Wochen und Monaten lief. Jetzt gerade hier schön auf Garnele und es lübt ziemlich wild und es werden so dermaßen viele Trophies und Supertrophies gefangen. Und aus diesem Grund muss ich das natürlich auch nochmal probieren. Ich hatte es schon mal ein wenig probiert auf relativ große Kombi. Und gestern Abend, Freitagnacht sozusagen, ging hier nach dem Livestream nochmal richtig die Luzi ab. Trophy, 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 seltene und so weiter und so weiter. Super Trophy. Findet man alles gerade im aktuellen oder ja, jetzt aktuell im Discord. Link zum Discord unterm Video. Und da sieht man dann auch, wer wie und wo geangelt hat, beziehungsweise welche Trophies gefangen hat. Und ja, ich habe jetzt hier die populärsten Kombinationen sozusagen, beziehungsweise eigentlich habe ich sämtliche Kombinationsmöglichkeiten, die man machen kann mit der Garnele und mit Krabbe, Muschel auflösen, soluble. Wobei mir da natürlich auch noch eine einfällt, die habe ich noch nicht und die werde ich auch nochmal gleich testen. Und zwar ist es ein anderer Dip. Ansonsten bleibt eigentlich alles gleich. Aber das hier ist momentan somit die populärste mit einem Schwerpunkt. Und hier muss ich langsam aufpassen. Mit einem Schwerpunkt im PVA auf Muschel gelegt. So, das mal wieder raus hier. Und zwar hatte der Herr Zilonka da einen schönen Beitrag nochmal gemacht im Discord und dann auch gezeigt, wie sein PVA zusammengebaut war. Und das hatte ich jetzt gerade nochmal nachgebaut. Kurzer Zuppler hier. Naja, wir fangen einfach mal groß an, von oben nach unten. Wobei ich sagen muss, auf groß einmal einen Zuppler und mehr nicht. So, das Setup. Auf groß, extra groß, auch nochmal vom Haken reingegangen. Ich meine, der Rest sollte eigentlich klar sein. Ganz klassische Karpfenkombination. Und ja, Haken in diesem Fall extra auf 1,0 gewählt, weil eben auch hier die ganz großen Boilies dran sind. 26er Boilie, dann 20er Soluble, die Muschel als Dip und das PVA. Da gehen wir gleich nochmal im Detail drauf rein. Dann haben wir hier die mittlere Kombination, die richtig gut liefert. Sehr schöne Größen und richtig, ich sag mal, eine vernünftige Frequenz auch noch dabei. Auch das hatte natürlich das PVA, 1er Haken, 20er und 20er. Das ist einfach eine schöne Kombi. Und da kann man auch schon sagen, die ganzen großen Brocken jetzt hier waren alle auf dieser Kombination. Die kleinen Brocken waren leider auf der kleinen Kombi. Nichtsdestotrotz, auch hier, ich sag mal, der erste, da war jetzt die Futtermischung noch gar nicht richtig draußen. Aber jetzt hier die beiden kleineren. Jetzt kommt hier der nächste rein. Auch hier auf diese Kombi wurden Trophies gefangen. Heißt also, wenn man vielleicht vom Setup her noch nicht ganz so groß unterwegs ist und vielleicht, naja, so mit ein paar Fischen im 15-Kilo-Bereich schon Schwierigkeiten hat, vielleicht testet man erstmal das oder man geht erstmal auf Tutti Frutti Mais. Aber das wäre halt die Kombi mit 16, 15 und Muschel. Allerdings werde ich das gleich auch nochmal umbauen. Das machen wir gleich direkt. Wir gehen erstmal hier in den ersten kleinen Drill von der Großkombination. Also ganz große Boilie-Kombi mit dem 26er. Damit wurden auch, soweit ich das gesehen habe in den Rekorden, die meisten dicken, fetten Trophies gefangen. Aber man muss auch sagen, Frequenz dementsprechend schlecht, ne? Deutlich geringer von der Frequenz. Deswegen ist vielleicht so eine Mischkombination gar nicht verkehrt. Vielleicht sogar zweimal auf 20er Größe und dann einmal hier auf die 26er.
So, das PVA. Bevor wir jetzt das PVA runternehmen, schauen wir natürlich nochmal kurz rein. Das ist hier die Kombi. Relativ klassisch natürlich, ne? Das PVA-Netz mit Mais als Basis. Dann haben wir hier Krabbe und Muschel 15er Boilies gemahlen. Die sind dann geschreddert. Und dann ist es hier quasi mit den Muschel-Feed-Pellets und Krabbe-Muschel. Also sehr muschelig das Ganze noch. Und aus diesem Grund ändere ich jetzt gleich die dritte Kombination. Die kommt jetzt raus. Zack, mal nicht so ganz. Ich habe hier übrigens nur 50 Gramm Bleie drauf. Das man reicht übrigens völlig. Wenn man da so deutlich drüber geht, das hatte ich zum Beispiel auch im Discord gesehen, mit 100 Gramm Bleien zum Beispiel, das fördert deutlich den Verschleiß, weil man ja jedes Mal nochmal in den Clip reinballert und 100 Gramm ist ja absolut nicht notwendig, ne? Also fürs Anhaken der Fische nicht notwendig, fürs Auswerfen auf die Distanz nicht notwendig. Also auf die 35 Meter kommt man da, glaube ich, ganz locker auch. So, dritte Kombi ändern wir jetzt einmal ein bisschen ab. Und zwar gehen wir jetzt hier auf die Garnele 20 auch. Zack. Dann machen wir hier Krabbe Muschel. Und dann natürlich nochmal jetzt Krabbe Auster. Das ist natürlich die Dip-Kombination, die mir am ehesten dann einfällt bei Krabbe, Muschel, Garnele und so weiter. Wir haben immer noch viele Muschelaromen quasi im Wasser. Aber das ist jetzt hier die Kombi, zack, die wir nochmal ein bisschen abgewandelt haben. Gucken wir mal, was da passiert. Auch alles schön entspannt auf 20er Größe. Dass man hier zum einen, ich sag mal, schön große Brocken hat. Und vielleicht auch nochmal die Chance hat auf eine Trophy oder sowas. Das wäre doch nicht so schlecht. Ja, grundsätzlich von der Montageart, ne, vielleicht habt ihr das schon gesehen, klassische Haarmontage. Klassische Haarmontage, denn das ist die einzige, wo die Garnele existiert als Köder. Heißt also sinkende Boilies. Und ja, Vorfachsfarben natürlich drauf achten. Man ist im schlammigen Bereich hier unterwegs. Lehmig, schlammige Vorfächer, Farbe vom Blei, das sind also nicht Vorfach, Leadcore. Diese beiden Kombinationen hier, darauf achten, das ist wichtig. Vorfachsfarbe und sowas, das ist nicht relevant. Vorfachsdicke ist da relevant, aber da sind wir natürlich auch im Maximalbereich. Und da ist es dann aber auch nicht so tragisch, glaube ich, bei den Karpfen. Man könnte feiner rangehen, aber bei den Brocken, die hier gezogen werden, besser nicht. So, ja, so ist die Kombi. Ich ziehe jetzt nochmal ein bisschen durch und dann bin ich gespannt, was hier jetzt in der nächsten Zeit reingeht. Ich plane einfach immer mal so für so einen aktiven Einsatz hier am Bernie mal rund 2 Stunden ein. 2 Stunden Real Life. Dass man das eben komplett ausnutzt. Es kann gut sein, dass da mal zwischendurch eine Flaute kommt. Anfütterungsphasen sind für mich immer so ungefähr um 4 Uhr. Also 4 Uhr nachmittags, 4 Uhr in der Nacht. Damit es dann zu der Hochsaison, dass das Futter quasi aktiv ist vor Ort. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen eher hier gestartet. Aber ich glaube, wir sehen hier schon, 2020er Kombi ist nicht schlecht. Und jetzt hier auch mit dem neuen Dip geht es direkt los. Schon mal ein gutes Zeichen. Wird also angenommen. Und jetzt sollten wir ja ausreichend Futter vor Ort haben. Deswegen hatte ich das PVA jetzt runtergenommen. Und wenn wir es dann nachher 4 Uhr in der Nacht haben, dann werfe ich nochmal mit jeder Rute einmal aus. Das heißt, dann sind da nochmal 3 mittelgroße PVA-Päckchen drin. Und dann reicht das eigentlich, dass dann näher die Morgenstunden wieder aktiv sind. So, was kommt denn da jetzt raus? Oder hat er sich verabschiedet? Was kommt da raus? Ach Moment, hatte ich hier nicht den Haken geändert? Genau, ich hatte hier einen 4er Haken, das war auch noch. Ich habe das gestern Abend schon alles zusammengebaut
oder heute Morgen um 5. Und genau, das war nochmal ein Unterschied. Also kleine Haken und kleine Boilies waren hier drauf. Und hier waren mittlere, also 1er Haken und die 20er Boilies. Jetzt ballert hier auf dem 1-0er gerade. Verklickt, verdorrig. Jetzt ballert auf dem 1-0er hier gerade was rein. So. Jawohl. Ich glaube, hier können wir mal ein bisschen die Bremse hoch machen. Auf 20 ist, glaube ich, das geht, glaube ich, ganz gut. Genau. Ach, wie gut. Ja, also, es läuft. Zieht raus die Brocken. Was da, wie gesagt, gestern Abend an Trophys reingerasselt ist, sensationell. Eine nach dem anderen. Man kam aus dem GZ-Schreiben im Ingame-Chat gar nicht mehr raus. Es lief richtig, richtig wild. Und ich bin sehr gespannt, wann hier nochmal was Dickes reinballert. So, der nächste Schubi. 10 Kilo ist soweit okay. PVA auch hier jetzt erstmal runter. Und 35 Meter natürlich. Zack. Ich meine, der Spot hier auf 83 sollte jedem bekannt sein, ne? Der absolute Klassiker. Also, ich ziehe jetzt hier ein bisschen raus und dann gucken wir nochmal, was geht. Ja, und da muss man gar nicht lange warten, ne? Die Sonne geht runter und hier haben wir schon den ersten Kandidaten, der so ein bisschen Gas gibt. Hier geht es direkt los mit dem nächsten. Die 2020-Kombi ballert, glaube ich, ganz gut rein. Das hier ist jetzt gerade der Dip mit der Auster. Gucken wir mal, was er will. Ich habe aber noch nicht die Bremse auf Maximum. Ich bin da erstmal noch ein bisschen entspannter mit dem Fisch. Wenn er jetzt so viel Power hat, dann lasse ich ihn auch erstmal noch ein bisschen gehen. Das heißt, ich fange an mit so einer 20er Bremse. Und wenn er halt so übertrieben viel Kraft hat und auch einfach ziehen will und sich auspowern will, lasse ich ihn erstmal so ein bisschen. Und dann irgendwann geht es hoch auf die 25er Bremse. Erstmal ziehen lassen. Ist ja jetzt nicht weiter tragisch. So. Schön entspannter Drill. Wir sind auch hier absolut im grünen Bereich unten gerade. Und dann kann man immer noch sagen, okay, jetzt so langsam. Nur langt es aber, ne? Je nachdem, das wird jetzt vielleicht auch kein riesengroßer Brocken sein. Aber damit man auch vielleicht hier eine etwas geringere Ausschlitzchance hat, dann auch mal schön, das wurde im Forum ja auch mal ganz gut beschrieben, verschiedenste Winkel, rechts oben sozusagen, links oben, so in diese Bereiche auch schon mal hochziehen. Und richtiges Anschlagen ist auch nicht zwingend notwendig, ne? Also es ist nicht so, dass man hier diesen Anschlag machen muss, zack, mit Steuerung und rechter Maustaste, sondern dass man da dieses Reinhauen auch ganz gut machen kann und dann einfach so hält. Oder einfach so nach oben, ne? Was halt wirklich gut ist, ne, dieser Winkel hier, dieser 90 Grad Winkel, dass man da dann halt reingeht. Der rechte Winkel quasi im Blank. Das hilft. So, Fisch. Jetzt ist genug, jetzt gehen wir mal hoch, 25er, jetzt gehen wir mal auf Max. Jetzt kann er mal so langsam rein hier. Komm ran, Alter. Ja. Jetzt muss er natürlich erstmal hier rangepult werden. In der Zwischenzeit zuppelt es da hinten munter weiter, aber der ging da hinten halt nicht in die Bremse. Deswegen lassen wir uns von denen erstmal nicht irritieren. Na siehst du, so weit ist er doch gar nicht weg. Hier vorne ist er schon. Siehst du, gar nicht so schlecht. Bisschen Bock hat er noch. Ich ziehe nochmal nach oben. Also nicht mit der rechten Maustaste, sondern einfach so nach oben gucken, so nach oben drücken. So. Und dann kann man den so quasi mit dem Ziehen, kriegt man die ja schon quasi so rangepumpt. Siehste. So, jetzt will er in die Richtung schwimmen, dann ziehe ich auch in die Richtung. Kann dadurch natürlich dann noch viel leichter kurbeln.
Gleich will er sich, dreht er sich vielleicht wieder um, siehst du, dann ziehe ich in die Richtung, wo er sich umgedreht hat, ziehe also wieder die Schnur vor der Schnauze weg, kann dadurch die ganze Zeit kurbeln und übe also nicht so viel Druck aus. Na, 17 Kilo, 15, 17, 15. Sehr gut. Auf locker gedrillt. Das war jetzt die 3, genau, das war jetzt die 3 mit der Kombi Auster und Krabbe. Also direkt wieder raus. Da hinten haben wir den Anleger, das ist das Ziel, 35 Meter. Und gib ihm. So, Bremse nochmal wieder runter. Schön auf 20, dass die erstmal ein bisschen Gas geben können und sich ordentlich haken. Und der hat nicht so viel, jawohl. Den pumpen wir einfach so durch. Ja, was soll ich sagen? Höhere Frequenz auf der Auster-Kombination. Ganz klar, ey. Hier tut sich gerade gar nichts mehr, Muschel-only. Auster und Krabbe, schon wieder der nächste. Vielleicht gleich doch nochmal die ganz große Kombi. Da war jetzt gerade nochmal ein entspannter mit 8 Kilo drauf. Vielleicht da auch nochmal gleich den Dip ändern. Ich meine, da haben wir ja immer noch eine Art Muschel. Das haben wir ja alles mit im PVA mit drin. Plus die Krabbe halt, ne? Die wir eben als Köder auch drin haben. Wäre vielleicht doch mal eine Möglichkeit, dass wir das nochmal so ein bisschen optimieren, ein bisschen umstellen. Da kommt der erste selten, ne? Nicht schlecht, ganz okay vom Gewicht. Schön, 6,6 Kilo. Kohlemäßig schon mal richtig gut. Nehmen wir natürlich gerne mit, die seltenen. Nehmen wir natürlich gerne mit, auch hier jetzt Auster- und Krabbe-Kombi. Jetzt guckt ihr das an. Jetzt guckt ihr das an. Auf einmal macht es bzzz oder macht es wieder bzzz. Ist das abgefahren. Ich fange mal hier an und die dritte zummelt auch direkt los. Ist das der Hammer, ey. Das um 23 Uhr. Also, eine richtig coole Kombi, ey. Testet es aus, probiert es aus. Es ist einfach der Hammer. Ah, sehr schön. Alleine von der Frequenz her ist es schon gut, ne? Alleine von der Frequenz her. Auch wenn es bisher noch gar nicht so die Riesenbrocken sind bei mir hier. Aber ich bin durchaus schon zufrieden. Guck mal da, der wurde die nächste Trophy gefangen hier. 26 Kilo. Spiegel. Also gar nicht schlecht. So, hier mache ich jetzt gleich mal die Auster drauf. Hier kommt jetzt gleich die Auster drauf. Das ist hier die Großkombination. Da bin ich gespannt. Vielleicht lübt da ja noch was. So, also, da ändern wir jetzt hier auf Auster. Auster und Krabbe. PVA, also Futtermische und so, muss alles noch vor Ort sein. Das müsste noch alles reichen. So, hier hat es aber nicht mehr weiter gezubbelt. Also, weiter warten. So, es wird langsam wieder hell. Und ab geht es. Ich lege langsam los hier mit dem Nachfüttern. Wir sind kurz vor 4. Heißt also, es muss nochmal PVA rein. Und jetzt war auch tatsächlich gerade etwas Flaute. Und das heißt, jetzt kommt das PVA wieder rein. Und zwar mit der Krabbe Muschel-Kombi, hier ist sie. Und da zubbelt aber, glaube ich, was. Da geht was rein. Und raus damit. Jawohl, da geht's rein. Das ist doch praktisch. Zack. Anfüttern. Gar nicht so groß, aber egal. Ich wollte ja eh wieder rausziehen hier, um nachzufüttern. Nehmen wir doch gerne mit. Was natürlich auch gerne in der Nacht passiert, wir haben es, glaube ich, gerade ja, so halb im Chat vielleicht sogar noch gesehen. Wels kann reinballern. Salzstange zieht hier Wels. Auf Boilie. Das ist doch mal angenehm, oder? Da zieht Clio hier einfach mal die fetten Welse raus. Bestimmt auch auf dieser fischigen Kombi. Kann man machen, ne? Über 100 Kilo wurden hier auch schon gefangen. Krabbe. So, und wieder raus damit. 35 Meter.
Muschel und Krabbe. Wenn das mal nicht original so ein Häppchen für einen Wels ist. So, dritte Kombination auch. Dann haben wir wieder dreimal schön 4 Uhr morgens das PVA wieder aufgefrischt. Und dann kann es so langsam in den nächsten Tag reingehen. Zack, und gegen 16 Uhr geht es dann weiter. Und zack. Next. Und der nächste, der so ein bisschen Bock hat. Sehr schön. Also, erstmal wieder ein bisschen ziehen lassen. Sehr, sehr gut, ey. So, dann ziehen wir nochmal richtig an hier. Und dann kurbeln wir mal so langsam dagegen. Bremse immer noch auf entspannt hier auf 120. Noch gar nicht so heftig. Also wird der auch vielleicht so um die 15 Kilo haben wieder. Und der kommt da auch schon an. Also richtig viel Power hat er nicht gehabt. Aber es hat gereicht, um so ein bisschen abzuziehen. Sieht aus wie ein schöner Spiegel wieder. Komm mal ran hier. Ja, das ist... Oder ist das ein gerahmter? Nee, ne? Gucken wir mal. Komm mal ran hier. So. Wie die einfach nicht wollen, ne? So, aber jetzt schön im Wasser lassen. Und zack. Na, gucke mal. Spiegelkarpfen. 19,7. Voll okay. Voll okay. Einmal PVA geht noch raus. Und dann langt das aber auch für die Morgenstunden hier wieder. Na, gucke mal. Gerade ausgeworfen. Und sofort geht es wieder los. Also, wir sehen hier vorne eine kleine... Hier ist eine kleine Lücke. Hier war eine kleine Pause nach... Ja, 30 Minuten sind das hier. Also 30 Minuten lübt, dann war halt die Nacht und in der Nacht tatsächlich, ich sag mal so um 2 Uhr, 3 Uhr herum, war dann richtig nochmal Flaute. Und dann, oha, 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 auf der großen Kombi, oh ja, oh, der könnte groß werden, oh ja, ja, der hat Bock, ich gehe auch direkt höher in die Bremse. Oha. Ich gehe auch maximal in die Bremse. Denn ich habe hier 132 Meter Schnur drauf. Ei, ei, ei. So. Und wir müssen das schön gegenhalten. Ei, 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 ei. Der hat Bock. Der hat Bock und ich habe keinen Bock, dass er abhaut. Von daher, Bremse dicht, Alten. Bremse dicht. Geht noch ein bisschen mehr? Ich glaube nicht, ne? Ja, doch. Maximum. 29er Bremse. That's it. Ich bleib mal auf 28. Nicht, dass da auf einmal doch nochmal so eine Idee mehr kommt und mir da irgendwas abreißt. So, reicht doch. Alter, der hat Bock. Schönes Ding. Jetzt ist natürlich die Frage, was es ist. Eigentlich egal. Eigentlich egal. Digga, fetter Brocken ist immer schön. Egal, was es ist. Nimmt man dann natürlich gerne mit. Das ist jetzt tatsächlich wieder die Kombi mit dem 26er Boilie. Austerndip und Krabbe. Ja, zieht, 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 zieht. Schön ziehen lassen. Da tut sich sonst eh nichts. Genau, und einfach nur so ein bisschen halten. Einfach nur schön halten. Das wird schon. So, ganz so weit hat er es tatsächlich nicht geschafft abzuhauen. Er zieht natürlich gut weg hier auf dem 36 Kilo Set. Haut er natürlich ordentlich ab. Aber wie gesagt, so ganz weit schafft er es nicht. Ist natürlich ein Ding, ne? Dass er sofort hier rechts rüber abgehauen ist. Kann ein bisschen gefährlich enden.
Aber ich glaube, ich habe ihn nochmal wieder ganz gut zurückgekriegt hier in diesen Bereich rein. Das heißt, sofort hier rechts rüberziehen, dass er dann nach links flüchtet. Und dementsprechend kriegt man ihn dann eben auch ganz gut wieder zurückgelenkt. So, so langsam mal hier in den Endspurt-Drill. Einfach locker flockig ziehen. Gar nicht so einen Stress machen mit dem Fisch. Ja, so langsam hat das auch echt schwierig, selbst gegen die 29er Bremse dann anzukommen. Gerade hat er noch gezogen. Mittlerweile hat das dann echt schwierig schon, weil er einfach nicht mehr so viel Power hat. Und jetzt ziehen wir ihn dann auch wieder in Schwimmrichtung, ziehen wir ihn quasi, jetzt kurbeln wir ihn wieder ein. So. Jawohl, also geh doch. Schöner Drill. Schöner Drill. Hat sich gut verkauft, der Fisch. Schön Stress gemacht vorher. Bisschen Risiko hat er auch noch gemacht, dass er abhaut ins Offene. Aber gegen so ein Setup kommt er dann halt vielleicht doch nicht so easy an. Perfekt. Das Ganze hier auf einer HSV oder sowas. Puh, ey. Ja, wobei mit ausreichend Schnur alles machbar, ne? Ausreichend Schnur, das A und O. Dann lübt das auch hier. So. Ja, geil. Er hat noch ein bisschen Bock. Ich bin sehr gespannt, was es ist. Da war ja bisher noch nichts zu sehen. Keine Rückenflosse oder so. Ich glaube, das sehen wir jetzt so langsam. So. Und da drüben zuppelt schon die ganze Zeit weiter. Also, sehr, sehr cool. Ich glaube, da drüben zuppelt gerade die Kombi mit der normalen Muschel, mit dem Muscheldip. Ja, der geht gerade ab. Also, sowohl Muschel als auch Auster liefert beides. Und was haben wir jetzt? Da sehen wir schon eine Schwanzflosse. Großer Spiegel. Und jetzt ziehen wir nochmal in Schwimmrichtung. So. Ne, großer Schuppi. Boah. Okay. Der hat aber Power, ey. Der hat aber Bock. Komm mal ran, ihr Alten. Ja, und. Ach. Boah. Der hat aber Gas gegeben mit 21, ey. Wer hätte das gedacht? Der Glubschi. Die Glubschaugen, Alter. Schön. Schönes Teil. Ja. Einer von vielen, muss man tatsächlich sagen. Einer von vielen. Ich mache mal das PVA erstmal wieder ab als erstes, dass wir hier den Spot nicht überfüttern. Und dann direkt wieder raus damit. Und den nächsten ziehen. Gucken wir mal, was da kommt. Ja, irgendwas Lüdes, aber so mog wieder. Also, so und so ähnlich kann es hier natürlich gehen oder beziehungsweise so und so ähnlich geht es hier. Wie gesagt, einfach mal reingucken, was da im Discord schon alles gepostet wurde. In der Trophy-Halle, in der Super-Trophy-Halle. Abgefahren. Immer wieder der Verweis auf diesen Spot, beziehungsweise auch diese... machen wir mal eben die Auster noch drauf, auf diesen Beitrag von Herrn Zielonka. Also ran hier an diesen ultimativen Spot, solange das noch so lübt, wie es lübt. Und da, zack, hier. Alter. Geht direkt weiter. Ihr Lümmels, zieht raus die Brocken. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, gefällt mir. Wenn es dir geholfen hat, Abo da lassen.
Das hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.